MotoTV 22, das Team Landgraf, sehr erfolgreich in der ADAC GT Masters, letztes Jahr Meister gestellt und heuer sind sie mit dabei in der DTM 2023 mit zwei tollen Fahrzeugen, einmal gelb und einmal pink. Einmal gelb, einmal pink. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Mein Name ist Brice Bosi. Ich leite das Team Landgraf jetzt in diesem neuen Projekt, diese neue Challenge, die wir angenommen haben und freuen uns sehr darauf, hier zu sein. Ja, die DTM ist natürlich global gesehen eines der wertvollsten GT-Plattformen und man sieht auch, wie viele gute und professionelle Fahrer hier mit dabei sind. Absolut. Bisher war es halt auf dem deutschen Plateau, sagen wir mal, die GT Masters, die Speerspitze. Aufgrund dessen, dass jetzt mit den GT3-Autos auch in der DTM gefahren wird, war es für uns natürlich ganz, ganz klar, dass wir in der DTM starten wollen. Der Schritt dahin war eigentlich geplant, für ein Jahr später zu machen. Aufgrund dessen, dass der ADAC jetzt die DTM Markenrecht übernommen hat, haben uns dann dafür entschlossen, das ein Jahr früher zu machen. Und ja, wer uns kennt, weiß, wir kommen nicht her, um hinterher zu fahren. Genau, das ist ja so. Und Sie haben einen sehr, sehr schnellen Mann mit dabei, den Mauro Engel, der ja auch sehr erfolgreich ist, und einen Nachwuchsfahrer, den Yusuf Rovega. Also sind zwei Top-Piloten. Zwei Top-Piloten, genau. Der eine mit seinem Standing, mit seiner erfolgreichen Karriere bis dato, der Yusuf eher jünger, den wir weiterhin aufbauen wollen. Und das ist das, wie die Philosophie vom Team bis dato immer stattgefunden hat. Ja, dann wünschen wir dem Team Landgraf alles Gute für die Saison 2023. Oschersleben geht's los. Ihr geht's noch einmal testen? Wir werden höchstwahrscheinlich noch mal auf der Strecke sein. Wobei die Erkenntnisse, die wir hier gesammelt haben, müssen erstmal verarbeitet werden. Die Pitstop-Jungs, die müssen natürlich im Training bleiben. Und ist halt so. Wenn junges Team, müssen wir halt weiter. Alles Gute für 2023. Vielen Dank.